Ich habe ein Gefühl, dass ich ein Niemand bin. Und ich tue alles, dass ich jemand bin, dass ich als jemand erscheine. Ja, so ist es. Das heißt Verantwortung. Und wenn man das weiter sich anschaut, dann wirst du sehen, dass du dich belügst. Dass du jemand zu sein scheinst oder vorgibst, jemand zu sein. Und irgendwie tief drinnen fühlst du dich als unzulänglich, nicht okay, wertlos, allein. Aber du gibst vor, schau, wie viele Leute mich kennen. Ah, und der sagt, hallo, tut mir gut, ich bin nicht allein. Die Nachbarin grüßt auch, ich bin nicht allein. Nein, dahinter ist, wir belügen uns. Und dafür muss man Verantwortung übernehmen. Ja, ich belüge mich. In Wirklichkeit hasse ich mich dafür, dass ich wertlos bin. Das ist ein Selbstbetrug. Wir geben uns so, als wenn wir wertvoll wären. Und damit treten wir auf der Stelle. Und noch etwas passiert, was wesentlich ist. Durch diesen Selbsthass, ich bin, ich will nicht, dass ich wertlos bin. Ja, wir drücken wir das weg. Das bedeutet, dass wir unsere Körperlichkeit verlieren. Dieser Mensch verliert seinen Zugang zu seinem Körper. Und er macht andere jetzt dafür verantwortlich. Das heißt, was tut er? Wenn er sich nicht gut genug fühlt und sich belügt, er gibt sich als ich bin wertvoll, dann wird er da drüben einen sehen, ja, das ist ein armer Teufel. Furchtbar, wie der sich gibt gerade. Dann machen wir einen anderen zum Objekt. Wir entmenschlichen ihn. Wir projizieren das, was wir selber nicht bewusst haben, hinüber und bewerten einen anderen. Und sagen, schau, der ist nicht gut genug. Schau, wie der reinschaut. Schau, wie der fett ist. Das sind Bewertungen. Bewertungen trennen uns von der Ganzheit.